Herzlich willkommen beim ersten Upload auf diesem neuen Kanal, The Boys of Reason. Ihr seht es, ich bin verbunden mit dem lieben Nikhil, ohne Nachnamen. Und direkt mal vorab möchte ich noch sagen, eigentlich startet dieses Projekt hier zu dritt. Darf man schon sagen, wer der Dritte im Bunde ist, oder was meinst du? Ich glaube schon. Okay, wir haben den lieben Biased Skeptic noch mit an Bord. Ich weiß überhaupt nicht, ob sein Name, dürfen wir den droppen? Das lassen wir erstmal, das lassen wir ihn selber entscheiden am besten. Wir zu dritt haben jetzt uns gedacht, wir starten diesen Kanal. Wir wollen hier miteinander reden. Wir wollen sehr, sehr kritisch auch uns selber bewerten, beurteilen, über uns sprechen. Und den Start machen eben wir beide heute, das nächste Mal dann eben mit Biased Skeptic auch dabei. Und ja, was haben wir denn heute geplant, Nikhil? Vielleicht möchtest du das mal kurz unseren Zuschauern erklären. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Einschalten. Auch des ersten Videos. Wir haben da nämlich einige Kommentare bekommen, über die wir sprechen wollen. Die Kommentare waren also weit überwiegend extrem positiv. Ich habe jetzt nur die kritischen Kommentare mal ein bisschen gesichtet und Sinan so eine kleine Auswahl vorgeschlagen, über die wir sprechen können, weil uns geht es vor allem darum, dass wir uns mit Kritik auseinandersetzen. Und wir wollen allerdings auch Feedback geben zu diesem Feedback, das wir bekommen haben, und haben deswegen vor, also ohne dass es jetzt eine Wertung darstellen soll, aber ganz nüchtern einzuordnen in eine, man könnte sagen, so eine Schablone, die der ersten Bewertung von Argumenten dienen soll. Ne? Also das habe ich mitgebracht aus meinem Engagement als Skeptiker bei der GBOP, und dort verwendet man das ganz gerne, um so einen ersten Überblick zu bekommen, wie gut eigentlich die Qualität eines Argumentes ist, beziehungsweise ob man sich selber vielleicht irgendwie getäuscht hat bei der ersten Bewertung, weil es geht ja auch also sehr stark irgendwie vom Bauchgefühl aus zunächst mal. Wenn jemand irgendwas anders sieht als man selber, dann ist die erste Reaktion häufig, nee, das kann ja nicht sein und so weiter. Und dann vielleicht ist das Argument ja doch besser, als man irgendwie gemeint hat. Ne? Aber das ist erst das so. Das werden wir prüfen. Möchte ganz kurz dazu noch sagen, also falls jetzt auch Leute hier einschalten und gerade sich fragen, was ist hier los, worum geht es überhaupt? Wir müssen natürlich ganz kurz noch erklären, auf meinem anderen Kanal Sinans Woche, da hatten wir eben ein Gespräch, ich verlinke das auch mal in der Videobeschreibung, es war ein relativ langes Gespräch, über eine Stunde, und wir haben, worüber haben wir gesprochen, über einen, Marc, du, vielleicht erklärst du es nochmal, ich traue mich das schon wieder nicht, falls ich die falschen Worte benutze. Genau, das ist uns auch ein Anliegen. Also wir wollen niemanden irgendwie jetzt zu nahe treten durch auch die Verwendung von unsensibler Sprache. Ich glaube, das ist so ein bisschen passiert. Sinan, du hast mich angesprochen, weil du gesagt hast, irgendwie es gibt ein paar seltsame Theorien und Thesen und so weiter, die in den Bereich von Klimaschutzaktivismus einsickern. Also insbesondere irgendwie Antirassismus und intersektionaler Feminismus und so weiter und so fort. Und das ist das, was man in Anführungszeichen, sage ich das jetzt nochmal, heutzutage mit Wokeness labelt. Ne? Mhm. Und zwar sowohl Leute sagen das selbst über sich, als auch eben, es wird also mittlerweile abfällig verwendet als Terminus, der alles auffängt, was, sage ich mal, aus Sicht einer etwas liberal-konservativen Person oder sogar einer reaktionären Person irgendwie übertriebene politische Correctness ist. Ne? Ist ein bisschen deswegen ein problematischer Begriff. Der landete auf deinem Thumbnail. Ich weiß gar nicht, ob wir den im Gespräch überhaupt verwendet haben. Das weiß ich auch nicht. Also ja. Uns geht es immer auch, beziehungsweise wer meine Videos guckt, der weiß ja, ich interessiere mich immer für Bereiche, wo etwas sehr extrem wird, wo es vielleicht in Fanatismus übergeht. Und da muss man eben dann auch schauen, was spreche ich genau an und was meine ich eben nicht. Also wenn man zum Beispiel jetzt, ist ja schon mittlerweile so ein aufgeladenes Wort, Wokeness, woke sein, und da wollte ich auch nochmal ganz klar erwähnen, also grundsätzlich in seiner ursprünglichen Bedeutung woke zu sein, das finde ich absolut positiv, ja, also
Diskriminierung eben nicht einfach zu übersehen, sondern wachsam zu sein, wo eigentlich Ungerechtigkeiten passieren und so weiter. Das ist auf gar keinen Fall den Take, den wir machen wollten, dass man das irgendwie jetzt kritisiert, sondern es geht eben darum, dass wie in allen möglichen Bereichen auch sich Menschen dort in, ja, irgendwie verirren können oder es vielleicht etwas übertreiben oder auch anfangen, Sachen zu konstruieren, die einfach dann nicht mehr belegbar sind, ja, und darum geht es, deswegen diese Begrifflichkeiten, da muss man immer sehr, sehr aufpassen, aber ich glaube, wir haben es klar gemacht, darum ging es uns in dem Video, wir wollten nur diese Extreme aufzeigen und wir haben ordentlich argumentiert und haben viel, viel, viel Feedback bekommen, das meiste war positiv, hast du ja schon gesagt. Und es war aber auch einiges an negativem Feedback und da wollen wir heute mal rein. Und Als woken, nicht ganz deutschstämmige Mitbürger. Genau. Uns definitiv der Kritik auch stellen. Und du hast es ja schon gesagt, wir wollen da eine gewisse Schablone ansetzen. Ich blende die mal gerade ein, worum es dabei geht. Das ist im Prinzip eine Pyramide. Die Pyramide hat 7 Stufen, ja. Und man könnte jetzt sagen, wenn man zum Beispiel bei YouTube-Videos jetzt einen Kommentar bekommt, dann kann man sehr häufig diesen Kommentar in einer dieser Stufen einordnen. Ja? Wir gehen gleich mal auf die einzelnen Stufen näher ein und sehen dann auch, dass je höher man an die Spitze der Pyramide gerät, desto valider, desto besser passt eigentlich der Kritikpunkt. Wollen wir einfach mal ganz unten anfangen? Genau, also die erste Stufe, wobei wir könnten vielleicht sogar außerhalb dieser Pyramide anfangen. Es gibt Dinge, die da nicht abgedeckt sind. Okay. Wie zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen irgendwie, ihr sprecht über X, aber warum sprecht ihr dann nicht über Y? Das ist was man normalerweise Whataboutism nennt. Ja? Also what about Y, ne? Also in dem Fall. Und was ist denn eigentlich was ne? Genau. Ihr habt da ja sehr schön über Intersektionalität gesprochen, aber was ist denn eigentlich jetzt mit den Straßenkatzen in der Türkei? Um die kümmert sich ja gar keiner. So, das könnte man machen. Mit dem Erdbeben der Türkei, muss man eigentlich sagen. Ne? Ja, gut. Also, es gibt immer viele, viele schlimme Dinge, die passieren, über die man wahrscheinlich eher sprechen sollte, wenn man wirklich nur diese Brille ansetzt, was ist denn eigentlich am wichtigsten? Und natürlich sprechen wir sehr selten über nur das wichtigste Thema. Ne? Deswegen, also die Kritik, warum sprecht ihr nicht über, hat für sich genommen eine gewisse Berechtigung, ist eine Relevanzkritik. Ne? Also es gibt ein relevanteres Thema und das, was ihr eben sagt, ist irrelevant. Allerdings gibt es eben auch ein großes Angebot an Kanälen, wo man halt eben auch also vielleicht dieses andere Thema findet. Deswegen ist es halt in diesem Zusammenhang nicht so wahnsinnig hilfreich. Es kann hilfreich sein, sowas zu sagen, wenn es einen offensichtlichen Punkt in einer Thematik gibt, über die gesprochen wird, über die man aber nicht spricht. Und das kann auch strategische Gründe haben. Deswegen, Whataboutism ist oft ein hilfreicher Kritikpunkt. Ne? Das sollte man nicht irgendwie verteufeln. Und so sollten wir das auch sehen. Also sogar ganz unten in der Pyramide, über die, und das sprechen wir ja jetzt gleich, das sind für mich immer Warnsignale. Also wenn zum Beispiel Leute extrem stark negativ reagieren und mit Name-Calling, das ist die unterste Ebene, anfangen, dann ist es für mich ein Warnsignal. Vielleicht habe ich auch irgendetwas Falsches gesagt und beziehe das eben dann auf den Inhalt dessen, was ich gesagt habe, möchte es dann nochmal klarstellen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir sind beide woke im ursprünglichen Sinne. Es geht uns gar nicht darum, dass wir dagegen sind, dass man über Benachteiligung von Menschen spricht. Ne? Auf gar es geht uns Fall. Nur um die Art und Weise, wie man das macht. Ja? Genau, also deswegen jetzt ganz sehr positive Einstellung. Name-Calling hast du jetzt schon mal gerade angesprochen, das ist der unterste Punkt der Pyramide. Name-Calling, mach mal ein Beispiel. Was wäre jetzt Name-Calling mir gegenüber? man könnte dich einen Nazi nennen. Okay, das heißt, man würde etwas von mir zitieren und sagen, aha, Sinan, das hast du gesagt, klingt für mich wie Adolf Hitler. So, das wäre Name-Calling, ja? Genau, das steht im Übrigen auch in meinem 10-Gebote-Buch, weil das war sogar zu der Zeit, als ich das geschrieben habe, recht populär, dass man Leute Nazis nennt. Es gibt auch ein Gesetz, Godwin's Law, also je länger eine Online-Diskussion dauert, desto mehr neigt sich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner Nazi ruft, gegen eins. ja, ja.
Ja, das kenne ich. Ah, okay, also das ist in dem Sinne also einfach ein, das ist sozusagen in dieser Pyramide, die wir jetzt einfach mal hier annehmen. Ich weiß ja jetzt auch nicht, also wir nehmen das jetzt einfach mal als Vorlage. Das wäre dann ein relativ schwaches Argument. Einfach zu sagen, okay, das, was du sagst, klingt. Kannst du so sagen, ja. Klingt aber wie, als wärst du das und das so. Okay. Haben wir dafür eigentlich ein Beispiel? Nee, wir haben kein Beispiel dafür. Also das heißt, unter unserem Video bei meinem Kanal, da hat das keiner gemacht. Da hat jetzt keiner geschrieben, okay, Jungs, ihr klingt so wie. Das ist ja schon mal positiv. Also mich haben Leute einen Ökonomen genannt. Manche Leute verstehen auch darunter irgendwie Nennen. Eine Beleidigung, aber. Eine Beleidigung. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Punkt der Pyramide. Das wäre dann das Ad hominem-Argument. Magst du das vielleicht ganz kurz erklären? Wir erinnern uns, es geht um das, was wir gesagt haben. Ne? Also wir sagen X und irgendeiner sagt, aber ihr seid ja dieses und jenes, ihr seid ja gar nicht kompetent, das zu beurteilen, ihr seid total befangen, ihr sagt es nur, weil ihr, weiß nicht, Aufmerksamkeit wollt und so weiter. Ne? Und deswegen ist es falsch. Das ist im Prinzip eigentlich die Funktionsweise. Und es wird nicht über das, was wir gesagt haben, dieses X, gesprochen, sondern es wird über irgendetwas, was mit unserer Person zu tun hat oder auch nur vermeintlich. Also viele dieser Atomien-Argumente haben auch eine völlig falsche Prämisse. Das macht es dann noch schlimmer. Aber es ist auf jeden Fall kein gutes Argument, dass man dem Inhalt nach ernst nehmen sollte, zumindest unter bestimmten Umständen. Also es gibt auch ganz gute Atomien-Argumente. Also wenn wir uns zum Beispiel mal vorstellen, also wir haben es mit einer Person zu tun, die sagt irgendwie, weiß nicht, dieses und jenes ist irgendwie so, ja? Also Aussage vor Gericht oder irgendwie sowas. Ein gutes Ad hominem-Argument ist darauf hinzuweisen, dass diese Aussage, die du nicht prüfen kannst, also es gibt keine externen Prüfkriterien, kommt von einer Person, die bekannt ist als notorischer Lügner. Das wäre ein gutes Ad hominem-Argument. Ja? Aber es geht darum, dass diese Aussage, die müssen wir einfach entweder für bare Münze nehmen oder wir können sie hinterfragen oder halt gar nicht beachten. Und in dem Fall ist das Ad hominem ein vernünftiges Argument, wo man auch nicht weiterkommt. Ne? Also, oder Augenzeugenaussage, was nicht, irgendjemand, der halt irgendwie bekannt ist dafür, dass er halt irgendwie, was nicht, vielleicht nicht Lügner ist, aber eine Sehstörung hat oder irgendwie sowas und ständig behauptet, irgendwelche Sachen gesehen zu haben, von denen aber klar ist, dass es nie so gewesen. Ja? Also, das wäre ein valides Ad hominem-Argument, dass man sagt, okay, pass auf, ich habe nachvollziehbare Gründe, warum wir vielleicht diesen Aussagen nicht ganz so viel Glauben schenken sollten. Man muss da aber eben sehr vorsichtig mit sein, weil eben das auch einfach nur sein kann, der sagt das, aber wusstest du, dass der vor 5 Jahren mal seine Frau betrogen hat? Und dann denkst du, was? Es ist ein Betrüger, ach so. Ja, und du denkst, okay, warte mal, seine Frau betrügen und das Argument jetzt in einer ganz anderen Diskussion, das hat keinen Zusammenhang. Da geht es jetzt nur darum, eben ihn schlecht dastehen zu lassen. Das wäre dann ein konstruiertes Ad hominem Argument, was wir eben nicht zählen wollen. Genau, ja. Also es gibt auch ein Beispiel, also wie gesagt, ich habe mir einige Beispiele für dieses Buch zusammengesucht und das ist von einem Arzt, also nehmen wir mal an, irgendwie, weiß nicht, wir sind auf irgendeiner, weiß nicht, Fachkonferenz und irgendein Arzt sagt da irgendwie, weiß nicht, Rauchen ist total gefährlich, noch viel gefährlicher als wir dachten und gibt dann halt irgendwie, weiß nicht, Hinweise auf Studien, die das belegt haben und wir schauen uns das an, ist alles hieb- und stichfest und so weiter, keine Interessenkonflikte, irgendwelche Leute, die das nicht geglaubt haben, sind aber zum selben Ergebnis gekommen, also es bestätigt sich und so weiter und das ist einfach der Stand der wissenschaftlichen Forschung und dann begegnen wir aber dieser Person, die den Vortrag gehalten hat, sagen wir mal irgendwo anders und die Person raucht eine Zigarette, dann können wir nicht sagen, naja, wenn die Person selber raucht, dann kann ich das alles nicht glauben, weil das, was wir glauben, ist ja nicht die Aussage der Person, sondern das kann man prüfen aufgrund der Stichhaltigkeit der Argumentation, die vorgestellt wurde. Ne? Ja. So. Also dann ist ein Ad hominem eins, was ins Leere läuft. Und ich würde sagen, bei uns ist es jetzt so, wir haben halt inhaltlich diskutiert und dazu kann sich jeder eine Einschätzung bilden. Und ob wir jetzt grün oder blau oder gelb sind, ist also völlig unerheblich dafür. Ja. Deswegen, Tendenz geht in Richtung, das ist eigentlich nicht so wahnsinnig relevant, ja.
Okay, wir gucken mal, wir haben Beispiele, du hast Beispiele rausgesucht, wir müssen auch dazu sagen, jetzt wir zeigen die, das ist aber jetzt auch, wenn wir jetzt auf bestimmte Kommentare eingehen, ne? Also bitte auch hier alles nicht zu ernst nehmen, auch hier, wir sind grundsätzlich an einem friedlichen und sehr, sehr produktiven Austausch interessiert, ne? Also nicht, dass sich jetzt irgendwer hier vorgeführt fühlt oder so, das soll alles sehr, sehr nett ablaufen. So. Und übrigens, also ein wichtiger Punkt, den wir einwerfen sollten, ist auch, wir kategorisieren das jetzt so ein, wir könnten uns auch irren. Ja? Also wenn wir irren und wenn wir Unrecht tun, dass der Kommentar doch besser ist, als wir ihn jetzt einstufen, dann sagt uns das. Ja? Dann sind wir offen. Wäre aber auch geil, ne? Einfach so, also wir kriegen so richtig valide Kritik und dann sagen wir, ja, war leider ein Ad-Hominem-Argument, tschüss. So, der nächste auch, ja, das war leider Name-Calling, tschüss. Also kann ja sein, dass wir auch, gerade weil wir die Kritik nicht hören wollen, sie vielleicht mit ganz viel Mühe nach unten in die Pyramide prügeln wollen. Das kann natürlich sein. egal, wir gucken jetzt einfach mal. Das erste Ad Hominem-Argument kam von der freie Mensch. Er sagte zu dem Video von letzter Woche, vor zwei Wochen, wäre sehr interessant, aber sorry, wenn ich das jetzt sagen muss, es ist sehr mühsam, ihm zuzuhören. Er spricht entweder viel zu schnell, dann verliert er sich wieder und murmelt. Sehr unangenehm. Was nicht heißt, dass er in Ordnung ist. Und er meint, glaube ich, dich. So. Okay, und ich hoffe, dass es heißen soll, was nicht heißt, dass er nicht in Ordnung ist. Was nicht heißt, dass er in... stimmt. Ich habe es einfach überlesen. Ich habe einfach gedacht, was nicht heißt, dass er nicht in Ordnung... Ja, stimmt. Ja. Okay, ja, gut. Also ich nehme das mal mit als Feedback, dass ich etwas langsamer sprechen sollte. Ich weiß es nicht. Aber nur manchmal. Und nicht so viel murmeln. Genau. Manchmal. Ja, streng dich mal ein bisschen an. Aber auch hier, er hat ja nicht wirklich versucht, uns zu widerlegen. Das war jetzt natürlich, man könnte sagen, es ist einfach nur Feedback. Hätte er noch dran gehangen, ja, ich glaube... Deswegen hat er Unrecht. Genau, dann wäre es eben ein Ad Hominem-Argument. Ansonsten grundsätzlich, da ist ja auch ein Smiley und so weiter. Ich glaube mal, er hat das jetzt nicht so böse gemeint. Dann gucken wir weiter. Da hat dann Abel D. Parian geschrieben, ui, ist das fein, Massenunterdrückung durch Kulturmarxismus. Schön, dass sich mal Profis zu Wort melden. Das musst du mir erstmal erklären. Ich habe es nicht mal verstanden. Ja, also wir haben ja gesagt, beziehungsweise ich erklärte am Anfang des Videos, woher diese theoretische Anschauung kommt und sagte, dass eine der also theoretischen Quellen, von denen sich angewandte Postmoderne und diese Aktivistinnen und Aktivisten bedienen, das ist eben der Marxismus. Im Marxismus ist es, und wie gesagt, es ist sehr verkürzt, überspitzt und so weiter, ne? Es gibt eben diese Unterdrückung der Arbeiterklasse durch die Kapitalistenklasse. Ja? Und das kann man eben jetzt nehmen, kann das beim Marxismus rausnehmen und kann sagen, das ist doch nicht die einzige Unterdrückung, die es gibt, sondern wir sollten auch gucken, wo werden dann zum Beispiel bestimmte Ethnien unterdrückt von anderen, also die Weißen unterdrücken dann halt irgendwie alle anderen und Männer unterdrücken Frauen und so weiter und so fort und dann kommt man eben zu mehr. Also das ist einfach nur eine Erklärung, dass es dieses Denkmuster gibt, das beim Marxismus genommen wurde und das wurde dann im Kulturkampf einfach mal gebrandet als Kulturmarxismus, was aber in der Literatur also nicht, zumindest meines Wissens nach, eher eine, wenn überhaupt, untergeordnete Rolle spielt. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass Sozialforscherinnen und Forscher sagen irgendwie, also wir haben es jetzt hier mit total starkem Kulturmarxismus zu tun, es gibt irgendwelche Bücher und Papers und so weiter. Okay, dazu. Also das stimmt schon, aber es dumm. Ist ich verstehe den Kommentar nicht mehr. Ich habe nicht mal verstanden, ob, also du hast ihn mir ja geschickt, du hast ihn ist ja hier ironisch. Ins Page. Ist es ironisch? Also es soll mich diskreditieren oder uns? Ich habe, also wenn man Kritik so verpackt, dass ich es nicht mal verstehe, vielleicht bin ich aber nur sehr doof, dann ist auch nicht schlecht, weil ich hätte das noch nicht mal falsch, also als Kritik aufgefasst. Ich habe nur gesehen, irgendwie das Profis mit einem Apostroph fand ich sehr spannend. um selber mal ein Ad Hominem-Argument rauszuhauen. Es gibt auch eine Website, wo man, oder?
ich habe das vor kurzem mal gefunden irgendwie, also wo einer obsessiv Beispiele dafür so die falschen Apostrophen. Genau. Ja, kenne ich. Es gibt ist auch eine Instagram-Seite, gibt's da, ne? So die größten Apostrophfehler. Egal. Also er möchte im Prinzip war es so ironisch gemeint, wir sind gar keine Profis, und reden hier Quatsch. So. Genau. Okay. Aber wiederum nur unsere Interpretation. Ja. Vielleicht diese Person möge sich äußern, wenn wir es falsch verstanden haben. Ja. So, jetzt muss ich kurz fragen. Nächster Kommentar von Lilly Blume. Ist das auch ein Atominem gewesen? Ja, ne? Das ist ein bisschen länger. Lies mal, genau, ist ein bisschen länger, lies mal Ja, vor. ich lese vor. Lilly Blume hat geschrieben, Sinan hat völlig verirrt. Ich glaube, da fehlt ein sich. Sinan hat sich völlig verirrt im Krieg gegen die linke Wokeness-Bubble, weil er den Shitstorm gegen das Trans-Video immer noch nicht verarbeiten konnte. Sorry, aber wer sich so getriggert fühlt, sobald er in irgendeiner Form typische Begriffe dieser Bubble sieht, in Klammern ohne zu hinterfragen, dass es Sinn macht, oder einen Friedrich Merz verteidigt, weil dieser ebenfalls einen Shitstorm dieser Bubble erlebt hat, der ist nicht mehr objektiv, sondern völlig verbohrt. Und den kann ich auch echt nicht mehr ernst nehmen, dass er immer noch darauf besteht, dass Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen Verschwörungstheoretiker sind, ist einfach nur cringe. Deshalb De-Abo. Im Übrigen muss ich ganz kurz dazu sagen, also De-Abo wird am allerhäufigsten von Leuten geschrieben, die noch gar kein Abo hatten. Das muss man als YouTuber wissen. Das ist sozusagen, das ist so nach außen soll das so wirken. Oh, krass, jetzt verliert er seine Abonnenten und so, ne? Ja, okay, dann Oder erklär vielleicht mal. ist es auch ein Aufruf dazu. Ach so, das kann natürlich auch sein. Deshalb De-Abo. Leute, ja, kann natürlich sein. Gut, also magst du es vielleicht kurz erklären? Also wir sollten dazu sagen, viele dieser Kommentare haben mehrere Aspekte und wir gehen in der Regel nur auf einen ein. Also Mhm. das auch nur so macht diese Eingliederung Sinn, weil oft sind auch mehrere Aspekte betroffen. Hier ist es jetzt so, es wird gesagt, okay, also du führst hier einen Krieg gegen die Wokeness-Bubble und also stellst du irgendwie die These auf, irgendwie, weiß nicht, du bist gegen Wokeness, das haben wir ja sogar schon also hinreichend differenziert. Also nur in der Genau. Erscheinungsform dieser, also dieses angewandten Postmodernismus. Und dann wird eine Erklärung, eine psychische Erklärung nachgeliefert, Ja. die im Grunde genommen das unglaubwürdig machen soll, was du sagst, ohne darüber zu reden, was du sagst. Exakt. Es geht nur darum, ich kann ja gar nicht recht haben, weil ich das ganze Video mit dir, ich habe das alles nur, ich habe diesen Hoax, diese Postmodernismus, ich habe mich damit nur beschäftigt, weil ich es immer noch nicht überwunden habe, dass man ein Video von mir kritisiert hat. Ja, also das ist so meine rein einzige Motivation. Deswegen braucht man mir gar nicht zuhören. Ja. Ja, das. Es gibt übrigens auch, also alles das hat Entsprechungen in den also prototypischen Denkfehlern, die ich in den 10 Geboten des gesunden Menschenverstands erkläre. Also da gibt es ein Beispiel, wo irgendwie, weiß nicht, Kollege und Kollegin in einer Abteilung arbeiten und sie macht ganz tolle Arbeit und kriegt deswegen einen Bonus. Ja? Und er sagt dann irgendwie, also der Kollege, der ist total neidisch und trägt dann Belege zusammen, die zeigen sollen, dass sie den Bonus eigentlich gar nicht verdient hat. Ne? Ist ein bisschen, also ein sehr arschiger Move und keine gute Motivation und irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ja? Aber es kann sein, dass er tatsächlich irgendwie zeigt, hey, die hat eigentlich nur die Akten gefälscht, das ist alles gar nicht so gut, die steckt bei dem nur irgendwie, weiß ich, im Hinterteil drin. Und es kann aber immer noch sein, dass er inhaltlich recht hat. Also das heißt, also die Bewertung von ihm als Person, als neidischer Mensch, was also ein Problem ist, wenn man es ist, ja, Ja. ist zu trennen von den inhaltlichen Argumenten und hier wird das eben auch überhaupt nicht gesagt. Allerdings, ich habe ja also lange Jahre an Hochschulen und auch für Begabtenförderwerke und so weiter Seminare gemacht über kritisches Denken und es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, denen dieser Punkt nicht einleuchtet.
Und das hat auch mal so ein bisschen mit der eigenen Ideologie zu tun. Ich hatte mal eine Studierende in so einem Kurs sitzen und dann habe ich halt genau diesen Punkt gebracht. Ne? Also man muss den Inhalt dessen, was gesagt wird, von der Person trennen, die das sagt. Und sie sagte nein. Ja. Ja? Und war so also sehr, sehr stark irgendwie, also nahezu würde ich mal sagen, linksextrem irgendwie eingestellt. Und ich habe dann versucht, ihr ein Beispiel zu geben aus ihrem eigenen Kontext, ja? So dass sie sich das vorstellen kann. Und habe halt gesagt, stell dir mal vor, du schreibst einen Aufsatz, ja, und jede Aussage, die du da irgendwie, weiß nicht, schreibst, ist aus deiner Sicht wahr. Also wir müssen Kapitalismus abschaffen und alles ganz furchtbar und so weiter und was auch immer. Also stell dir vor, alles, was du gesagt hast, ist wahr. Und jetzt liest es, sagen wir mal, Friedrich Merz vor. Wird es dann falsch, nur weil es der Friedrich Merz vorgelesen hat? Und sie sagte, ja. Und dann hört halt jede vernünftige Diskussion auf. Okay, naja. Ja. Ja, das ist halt, ich habe gerade auch noch selber so überlegt, wann denn das mal zutreffen könnte, wann das ein valider Kritikpunkt wäre, dass ich jemandem vorwerfe, ja, deine Motivation ist ja falsch, deswegen höre ich dir nicht mehr weiter zu. Also ist schwierig, ne? Also wenn's argumentativ eben immer noch stimmt, dann kann ich die Motivation halt doof finden, ja. Also nicht edel und alles Mögliche. Vielleicht mache ich hier gerade meinen privaten Anti-Wokeness-Kampf. Kann ja sein, ja. Ich empfinde das zwar nicht so, aber selbst wenn das so wäre, man müsste ja so fair sein und sagen, okay, wenn ich ihn aber widerlegen möchte, dann müsste ich das argumentativ schaffen. Ne? Ja. Genau, mit Inhalt. Genau, dann kommen wir zum dritten Punkt der Pyramide, das ist Responding to Tone. Magst du es vielleicht kurz erklären? Also das hat damit zu tun, dass wiederum, also es wird nicht auf den Inhalt dessen eingegangen, was du gesagt hast, sondern auf die Art und Weise, wie du es gesagt hast. Ja? Und das ist auch nur ein Aspekt von mehreren, also der jetzt diese also Rubrizierung rechtfertigt, meines Erachtens nach. Ich werde gleich erklären, welcher dieser Aspekte es ist. Aber es ist auch ein, ich würde sagen, auch ein Atominum einer bestimmten Art sogar noch unten mit dabei. Okay. Vielleicht stoppe ich dich einfach beim Vorlesen, gehen wir es einfach Schritt für Schritt durch. Ja, ist das dieses Tone Policing oder wie das heißt? Ist das dasselbe? Ja, okay. Ich habe mal beim Spazierengehen einen Typen getroffen, der seinen Hund Gassi geführt hat und der Hund hat wirklich mitten auf den Weg geschissen und ich fühlte mich befleißigt, ihn darauf hinzuweisen, dass das nicht geht, hier spielen Kinder und so weiter, ne? Und du weißt nicht, alte Leute laufen da lang und er sagte, ich teile die Kritik, aber nicht in dem Ton. Ja? Und also da dachte ich mir irgendwie, weiß nicht, okay, dann ich kann es nochmal versuchen, aber der Kritikpunkt bleibt der gleiche. Ja. Was hast du gesagt? Du blöder Scheißidiot, mach die Kacke von deinem Drecksköter da weg. Dann war also das war vielleicht nicht der richtige Ton, mein lieber Nikhil. Es war vielleicht ein bisschen laut und irgendwie so wollen sie es da liegen lassen oder irgendwie sowas, aber das ist halt. Okay. Ja. Ja, wir gucken mal. Also, Michael schreibt: Professor in Klammer, nicht in Klammern, in Anführungszeichen Bourgeoisien. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bourgeoisien. Bogossian. Oder Bogossian. Bogossian ja. Bogossian. Namen und ich, ne, wir haben es. Professor Bogossian, um den es hier geht, hat seinen Job verloren, weil er nur Assistentprofessor ohne Festanstellung war und seine Kollegen ihn als unkollegial empfanden. So richtig bekannt geworden ist er mit seinem Grievance Studies Artikel, der bestenfalls Trolling darstellt. Warum glaubt Nikhil eigentlich, dass er Aussagen von diesem Typen ohne externe Validierung übernehmen sollte? Mhm. Mitautor des Artikels war James Lindsay. Der Artikel schreibt wie There is no such thing as systemic racism. Bogossian selber hat gesagt, people want you to think a certain way, but let's be clear about something. I'm done playing. I think Douglas is done playing. I'm waging. Was, ich kenne das Wort nicht. Waging full-scale ideological warfare against the enemies of Western civilization. I'm taking das geht no eine Weile, prisoner. Das geht eine Weile so, lang. So weit. Okay. Warte. Das ist aufgeschrieben aus einer also Online-Diskussion, die er geführt hat, wo auch, also dieser angesprochene Douglas ist Douglas Murray. Der ist da gemeint. Und also das ist ein bisschen ein Rant,
der eine Antwort von Bogosian darstellt auf also Leute, die ihn halt eben belagert haben und canceln wollten. Das muss man nicht gut finden, ja. Und er sagt hier auch Fascism much, ja, weil er halt irgendwie so extrem wird und sagt hier, I'm waging full-scale ideological warfare, ja. Okay, ja, also das hört sich sicherlich also nicht gut eine an. Heftige Wortwahl, die er da alles. Und das ist jetzt genau. Einer der Mitautoren dieses dieser Grievance Studies, die wir in dem Video besprochen haben, die eben diese diesen wissenschaftlichen Peer-Review-Prozess getestet, zerlegt haben, ein bisschen ein Stück weit, ja. Und dieser Typ äußert sich jetzt in einer sehr, sehr martialischen Art und genau, das ist jetzt, was man ihm vorwirft, oder? Ja, also ich muss sagen, also ich kann sehen, also woher das kommt, das ist glaube ich ein Anglizismus, also ich kann sehen, warum man Peter Bogosian ein bisschen schwierig findet, weil er also tatsächlich auch ein bisschen polternd auftritt und die philosophische Welt ist klein. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, er war zwar mal in Deutschland und wollte irgendwie also Anknüpfungen also hinbekommen mit also den Humanisten und Skeptikerinnen und Skeptikern und so weiter in Deutschland. Ich hatte dafür keine Zeit. Da spielte der auch übrigens keine Rolle. Das ist einige Jahre her. Er wollte irgendwie diskutieren, sich treffen und so weiter. Ne? Da hätte ich ihn kennenlernen können. Aber ich habe gehört von Kollegen, dass er halt auch ein bisschen schwierig ist im Umgang. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also deswegen, ich möchte mal jetzt nicht in Abrede stellen, dass das, was Michael Falkenberg hier schreibt, tatsächlich der Fall ist. In seinem Wikipedia-Artikel, und Wikipedia muss man wissen, also das ist durchaus umkämpft, wenn man da wenn die Leute, die da irgendwas hinschreiben, keine Belege haben, dann unter Umständen wird es abgeschossen. Ich glaube auch, dass Bogosian da ein Auge drauf hatte, dass nicht irgendein Mist erscheint in seinem eigenen Wikipedia-Artikel und er hat ja auch viele Kritiker. Und das heißt, also die haben wahrscheinlich versucht, irgendwie bestimmte Sachen über ihn zu sagen, aber wenn es keinen Beleg gibt, dann wird es eben wieder rausgenommen. Und dort wird gesagt, also er habe nicht seinen Job verloren. Ich habe ja auch in dem Video nur gesagt, er arbeitet nicht mehr an der Uni, ne? Also weil es Leute gab, die ihn canceln wollten und er unter Druck geriet. Also die Darstellung, die sich findet in seinem Wikipedia-Eintrag und auch in dem Artikel, auf den gelinkt wird und auch von Bogosian selber ist, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr dieser Uni angehören wollte, weil er dachte, das ist eine korrumpierte Institution. Und deswegen hat er da aufgehört zu arbeiten. Also das heißt, er hat nicht den Job verloren, in dem Sinne, dass er da irgendwie gefeuert wurde, das lese ich so ein bisschen raus. Also das scheint meines Erachtens nicht zu stimmen, aber vielleicht war es auch nicht so gemeint. Ja? Der Punkt, um den es mir eigentlich ging, war jetzt hier, warum glaubt Nikhil eigentlich, dass er Aussagen von diesem Typen ohne externe Validierung übernehmen sollte? Und dann wird irgendwie gesagt, also diese Stelle, die du vorgelesen hast, der äußert sich so unmöglich und poltert hier so. Und ich glaube aber, dass also der Kern dessen, was da gesagt wird, nämlich wir müssen also uns also leidenschaftlich einsetzen für Wissenschaft und Vernunft. Ja? Also ich würde das nicht Ideological Warfare nennen. Ja? Aber also das Ziel, das ja da drin steht, ja, und dass man die Feinde der Vernunft bekämpfen sollte, aber argumentativ natürlich, ne? Da würde ich mal sagen, das ist. Also dem Ton nach hat er sich vergriffen, aber der Inhalt, wenn man wohlwollend ist und draufschaut, worum geht es eigentlich, das könnte man immer noch vielleicht diskutieren im philosophischen Oberseminar, aber das ist eigentlich etwas, wo ich mich sogar identifizieren würde. Ne? Also ich möchte für die Vernunft und für das kritische Denken und so weiter eintreten, genauso wie Bogosian auch. Ich würde es nur nie in dem Ton sagen, deswegen würde ich sagen, die Kritik an dem Ton ist berechtigt, aber die Kritik an dem Ziel, das hier beschrieben wird, nicht. Ja. Naja, und wenn man auch den unteren Teil noch seines Kommentars liest, das hier ist Skepsismus auf Niveau der Bild. Statt sich zu informieren, übernimmt man die Talking Points der amerikanischen Rechten, weil sie die eigenen Vorurteile so schön bestätigen. Also wir haben ja auch hier jetzt im Prinzip wieder, wenn ich mich nicht alles täuscht, ad hominem. Also dass man sagt, glaubt uns nicht, warum nicht? Weil es einfach eine Talking Point-Übernahme von Rechten ist. Anstatt aber, könnte man sagen, also wenn man so ein bisschen haarspalterisch ist, ad hominem by proxy. Also jetzt wird ja nicht gegen uns argumentiert, also gegen wir sind rechts, sondern wir übernehmen Punkte der Rechten und die sind falsch, weil die von den Rechten kommen.
Und, und sie sind vor allem deswegen falsch, weil auch der Ton da nicht so richtig passt, weil das einfach zu martialisch klingt und so weiter. Also da haben wir, das hattest du ja schon gesagt, das ist so eine Verquickung von einmal Responding to Tone und Ad Hominem. Also das ist so beides irgendwie mit drin. Und zu keinem Zeitpunkt wird aber inhaltlich auf das eingegangen, was wir gesagt haben. Deswegen. Genau. Und im Übrigen. Ja. Nee, mach deinen Punkt fertig. Ich wollte nur einen Nachtrag noch machen. Ja, also grundsätzlich da auch, das ist ja etwas, ich kenne diesen Punkt sehr, sehr gut. Ja, in meiner Sendung, ich habe ja auch eher so einen lockeren Sprech. Ich mache mir nicht so viele Gedanken oder ich manchmal auch bewusst nutze ich mal einen Dog Whistle, also Begriffe, die einer bestimmten politischen Richtung zugeordnet werden. Um aber auch da so ein bisschen zu zeigen, nur weil man bestimmte Begriffe benutzt, nur weil der Ton das vielleicht sich so anhört, hat das nicht mit dem Inhalt unbedingt zu übereinstimmen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Deswegen gehe ich manchmal vielleicht auch ein Stück weit zu viel, das gebe ich gerne zu. Aber das ist ja bewusst von mir so gewählt, ja, dass ich aussage, ich will mal ein bisschen poltern und gleichzeitig den Leuten zeigen, guck mal, man kann aber argumentativ richtig liegen und man kann auch moralisch sehr, sehr, sehr anständige menschliche Werte vertreten. Ich will ja im Prinzip, dass die Leute dadurch so einen Widerspruch in sich fühlen, ja, dass sie so merken, ey, warte mal, irgendwie, der redet, der benutzt Wörter, die kenne ich eigentlich ja nur daher und der ist so flapsig in seinen Formulierungen. Aber irgendwie ist es halt trotzdem kein Arsch. Und ich will, dass die Leute genau diesen Widerspruch merken und dann eben das genau dann zu dieser Erkenntnis kommen und sagen, ah, warte mal, vielleicht ist der Ton nicht komplett entscheidend. Vielleicht ist der Ton sagt ein Stück weit. Ich will das auch nicht komplett aushebeln, aber es kann nicht sein, dass wir einfach nur sagen, okay, das sind die Wörter, hör dir jetzt mal an, wie der redet. Ja? Und dann dieses Ad hominem hier auch noch eben so, du klingst ja wie, ist das ja, im Prinzip ist es ja fast sogar schon noch der unterste Punkt der Pyramide, muss man ja auch noch sagen, ne? Also klingt schon fast wie, ihr klingt so wie. Ja. Ja, genau. Ja. Und das muss man auch sagen, zu der Pyramide ist es ein sehr, sehr grobes Muster. Ja. Und auch nur wirklich für die grobe Einklassifizierung. Der Punkt, den ich noch nachtragen wollte, ist, hier wird gefragt, warum glaubt Nickel eigentlich, dass er Aussagen von diesem Typen ohne externe Validierung übernehmen sollte? Das kann ein guter Punkt sein. Wie gesagt, es gibt ja ad hominem Argumente, die stichhaltig sind. Ne? Mhm. Also irgendwie sagt jemand etwas und ich glaube das einfach, nehmen wir mal an, oder irgendwie sowas, und du sagst, dir ist schon klar, dass das irgendwie, das ist ein Lügner, ja. Hast du das extern validiert, also hast du es unabhängig geprüft? Mhm. Das ist eine gute Kritik, ja? Ja. In dem Fall ist es allerdings keine so besonders gute Kritik, weil wir ja über den Inhalt dieser Texte gesprochen haben. Und einer dieser Texte ist ein völlig theoretischer Text gewesen. Das war der in Fat Studies veröffentlicht wurde. Ne? Ja. Da wurde nämlich, also da wurden auch keine Daten gezinkt und nichts und so weiter, wo man sagen könnte, okay, die haben da irgendwie, weiß nicht, die Reviewers betrogen, die sich einfach darauf verlassen haben, das wird schon so stimmen und so weiter. Ne? Also stimmt genug, also, aber das muss man sich ganz kurz, ich will mal kurz einhaken, das ist nur ein Theorie, das ist ein Paper, die haben nichts untersucht, die haben keine Umfragen gemacht, die haben keine empirischen Daten gesammelt, das ist einfach nur ein Gedankenkonstrukt, mehr nicht. Ja, so. Genau, und aber natürlich mit Verweisen auf die entsprechende Literatur und die ist auch zitiert in den Texten hinten drin. Es war im Übrigen auch nicht so, dass wir uns das jetzt an, oder zumindest für meinen Teil, dass ich mir das jetzt irgendwie an einem Vormittag angelesen habe, sondern das ist seit einiger Zeit Gegenstand einer Seminardiskussion in einem Seminar über Pseudowissenschaft und Bullshit, ja, das ich an der LMU München also regelmäßig anbiete. Ja. Also da diskutiere ich regelmäßig über solche Fälle. Das ist jetzt nicht irgendwie, also das ist mir sehr vertraut. Ich bin natürlich jetzt kein Experte mit Blick auf alle diese Fächer, ja, aber die Argumentation, das kann ich einstufen und generell bin ich vertraut mit dem Peer-Review-Prozess und die in diesem Dateidepot, ja, sind die entsprechenden, also Austausch, also die schriftliche Korrespondenz zwischen den Gutachtern und den fiktiven Autoren dieses Textes, ja,
sind hinterlegt. Und das wurde nie strittig gestellt. Es steht nicht im Raum, dass das irgendwie gefälscht war. Das hätte das Journal gesagt. Und das sollte eigentlich auch deswegen dieser Text gar nicht retracted werden. Also er wurde ja zurückgenommen. Ne? Das scheint falsch zu sein, weil im Grunde genommen wurde hier ein Beitrag geleistet, basierend auf Literatur aus diesem Feld. Und der völlig im Einklang steht offensichtlich mit dem, was man irgendwie in diesem Bereich sagen kann. Ja? Deswegen ist es, also das bedarf keiner weiteren externen Validierung als dem hier, außer natürlich, wieder Disclaimer, wir übersehen hier etwas oder ich übersehe etwas. Das kann natürlich sein, aber ich kann das hier nicht so richtig erkennen. Ja? Also um seine Frage zu beantworten, warum glaubt Nikhil eigentlich, dass er die Aussagen ohne externe Validierung übernehmen sollte? Die Antwort wäre, stopp mal, es wurde extern validiert im Peer-Review-Prozess. Mehr geht eigentlich nicht und das ist letztlich das, was unser Punkt, den wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, hey, guck mal, also das sind ja Aussagen, die wurden validiert. Das hat ja erstmal mit den Autoren dieser Fat-Studies-Geschichte gar nichts zu tun, sondern kannst du ja losgelöst davon betrachten. Sie haben was eingereicht, es ist durchgegangen, es gab eine Korrespondenz zwischen den Autoren und den Prüfern oder den Reviewern. Ja. Also noch mehr Validierung geht eigentlich nicht. Und dann, wenn man da dann Probleme aufzeigt, genau, alles in der Öffentlichkeit, alles für jeden einsehbar, wenn da Fehler oder beziehungsweise jetzt, wenn das dann durchgeht, dann kann man ganz nüchtern feststellen, auch ohne Professor Bogassian und Co., ganz unabhängig von, dann kannst du mich diesen ganzen Punkt, diesen ganzen Ad hominem-Zeug und diesen ganzen Tone-Policing und so, kannst du komplett rausnehmen und sagen, dass ja trotzdem irgendwas ist, doch, liegt doch da im Argen. So, das ist ja auch nur der Punkt, den wir machen. Ne? Ja. Exakt. So, dann kommen wir zu Stufe Nummer 4. Das heißt, das da heißt Contradiction. Erkläre es mir. Genau, das heißt einfach, du sagst ich, nochmal einen Moment, ich muss einen Schluck trinken, glaube ich. Du sagst ich sag du, da kickt der Migrantenteil wieder durch, was ist los? Nee, genau, okay, nochmal auf nicht-kanakisch. Ja. Du sagst X und ich sage nein, nicht X. Also ich widerspreche einfach deiner Aussage. Und lasse das einfach im Raum stehen. Das ist jetzt nicht irgendwie ehrenrührig. Also man kann das schon so machen, vor allem wenn sehr wenig Zeit ist oder irgendwie sowas, oder man davon ausgehen kann, irgendwie was nicht, man kann sowieso keine lange Diskussion führen, dann würde man einfach widersprechen und sagen, nee. Ja? Und das wird jetzt hier gemacht. Also ich meine, mal abgesehen von super Gespräch, vielen Dank natürlich, ja. Wir müssen kurz vorlesen. Also Susanne Klatt schreibt, super Gespräch. Bis zu der Stelle mit Bill Gates, der alles andere als ein Wohltäter ist. Jetzt muss man kurz erklären, du hast im Video den Gott Bill Gates gehuldigt. Nein, du hast, ich weiß gar nicht, was genau hast du gesagt? Du hast gesagt, dass er auch viel Gutes getan hat, oder nicht? War das genau, so? es ging am Ende um die Frage, irgendwie, weiß nicht, wir sind doch eigentlich auch links. Ja. Also wir würden uns selbst so einstufen und es geht uns jetzt nicht darum, dass man sagt, irgendwie, weiß nicht, am Linkssein ist etwas problematisch und an dem Eintreten für Unterdrückte, sondern eben an dieser Art von, sage ich mal, pseudo-akademischen Gebaren in diesem Bereich. Ja? Und dann habe ich gesagt, also ich bin ja durchaus dafür, dass man auch Sozialstaat hat und so weiter. Und ich bin, das war nur irgendwie eine Seitenbemerkung, die offensichtlich ein paar Leute getriggert hat, inklusive deinen Freund Erwin, by the way. Schöne Grüße. Liebe Grüße, ja. Ja. Ich finde ja super, was er macht und ich bin auch interessiert an anderen Sichtweisen und so weiter. Mhm. Und finde seinen Kanal ganz interessant, auch wenn ich die eine oder andere Differenz habe. Und ich habe einfach nur gesagt, dass ich früher ja geglaubt habe, dass man alles irgendwie so über den Staat und staatliche Bürokratie lösen sollte. Und ich habe davon mich entfernt, weil ich sehe, dass in manchen Situationen es günstig ist, wenn eine schlankere Entscheidungsstruktur da ist, sofern aber natürlich das Geld, also Bill Gates hat ja sehr viel Geld und steckt aber vieles davon in der Gates Foundation und die fördert Projekte insbesondere in Entwicklungsländern und ich bin dafür, dass man da auf den Impact schaut und das kann jemand, der halt eben also ein extrem talentierter Unternehmer ist, wo, also er ist alles andere als ein Wohltäter, würde ich wohl
Wohltäter, ja. Dem würde ich mich anschließen, ja. Aber ich würde eben sagen, dass er in bestimmten also Dingen viel Gutes tut und dass prinzipiell dieses Modell wenigstens bedenkenswert ist, ja. Es okay. geht nicht darum zu sagen, also die Milliardäre sollen einfach ihre Yachten behalten, das wird dann irgendwie schon für die, sage ich mal, Arbeiterklasse sich positiv auswirken, weil das runter regnet, ja, also dieses Trickle Down. Das ja. ist überhaupt nicht das, was ich sagen wollte. Da, also wie gesagt, als Linker ist man dagegen. Milliardäre haben ihre Yachten und wir kriegen halt ein Beiboot. Hallo, Win-Win. Genau. Oder wir können die Yacht putzen, ja. Ja, wir dürfen auch mal eine Yacht putzen, auch mal von innen sehen. Wie geil ist das denn? So. Okay, aber jetzt müssen wir ganz kurz erklären, warum ist das ein Contradiction-Argument? Ja, es ist eigentlich keine Contradiction, weil Contradiction bedeutet, jemand widerspricht. Also du sagst X und eine andere Person sagt nein, X ist falsch. Ja? Und in dem Fall ist es aber so, dass ich nicht mal in Abrede stellen würde, dass Bill Gates nicht, also hier jetzt ein Wohltäter du willst, ist. Ja? Du willst einfach sagen, also, du hast das gar nicht gesagt. Exakt. Das, was da steht, hast du nicht gesagt. Ja, ja. Das kenne ich ja ganz häufig. Das ist halt auch wieder so geil. Da sind wir natürlich im Bereich des Strohmann. Ne? Also, dass man im Prinzip einem widerspricht, aber ihm auch gleichzeitig unterstellt, etwas zu sagen, was aber gar nicht gesagt hat. Also das passiert mir zum Beispiel ständig, dass Leute eben, ich glaube, das liegt dann ein bisschen an der Stufe darunter, an meinem komischen Ton, dass die Leute aufgrund des komischen Tons denken, sie hätten etwas gehört, was ich aber nicht gesagt habe, und dagegen dann argumentieren und sagen, nee, Sinan, so nicht, widerspreche ich dir. Und ich sitze dann und denke mir, hey, das habe ich gar nicht gesagt. Ja. Allerdings ist es natürlich eine gute Rückmeldung für dich, weil wie gesagt, also sogar die unteren Stufen sind Datenpunkte, mit denen du arbeiten kannst. Ja, ja, absolut. Ich glaube, wir können also das ja erklären, warum Leute diese Fehlinterpretationen haben oft. Ja? Also ich meine, manchmal hat es auch wirklich nur mit der anderen Seite zu tun, muss man sagen. Aber häufig ist es so, dass man halt irgendwie, weiß nicht, jemand, der überhaupt über dieses Thema sprechen würde, der ist typischerweise auch irgendwie rechts und konservativ und dem geht es darum, irgendwie den Fortschritt zurückzudrehen. Das ist ja naheliegend, dass jemand sowas denken würde, der sowas immer erklärt bekommen hat. Ja? Ja. Und dann sagst du irgendwie sowas, irgendwie machst vielleicht ein bisschen, also eine kleine spitze Bemerkung in die Richtung, vergreifst dich im Ton und dann bist du halt einer von denen. Ne? Und das ist irgendwie, also der psychische Prozess, der dahinter steht, ist total nachvollziehbar. Deswegen habe ich ja auch, wir haben ja darüber diskutiert, wie man sowas machen sollte. Also du hast ein bisschen anderen Blick auf die Sache. Ich will ja wirklich also nur aufklären. Also mir geht es nicht darum, einen YouTube-Kanal zu haben oder irgendwie sowas. Ne? Das ist eine etwas andere Perspektive. Schätze, was du machst. Deine Punkte sind legitim. Wenn man nur auf die Aufklärung schauen würde und wie gut das gelingt, sollte man versuchen, das zu unterlassen. Aber dann hat man natürlich unter Umständen keine Audience. Also dann muss man halt mit 500 das Abonnenten ist, das oder so ist eben, leben. Ja, das ist ja der Spagat, den ich ständig mache und mir regelmäßig Zerrungen hole. Dass ich ja sage, okay, irgendwie musst du es auch unterhaltsam packen, dann musst du aber auch, so, du musst auch mal so einen kleinen, so mit einem provokanten Widerspruch irgendwie in die Diskussion starten, weil du brauchst halt auch erstmal irgendwie eine Aufmerksamkeit. Ich habe immer die Hoffnung eben, dass ich mich sozusagen zu Beginn der Sendung oder mit dem Thumbnail so ein bisschen im Ton vergreife und dann aber das Ganze innerhalb einer Sendung nach hinten raus dann wieder glatt ziehe und meine Motivation, ich kommuniziere das ja ganz offen, ne? Das ist die Strategie, die ich einfach fahre, dass ich sage, am Ende hole ich dann hoffentlich nämlich die etwas extremeren Punkte, weil ich hole beide ab, das merke ich ja an den Kommentaren, ne? Beide Extrempunkte oder viele Extrempunkte hole ich ab und du siehst ja immer nur, was so in den Kommentaren aufploppt, aber du siehst halt von 30.000, 40.000 Zuschauern nicht, was der Großteil sich eben gedacht hat, der gar nichts dazu schreibt, ja. Und da ist immer so meine Motivation, dass ich denke, okay, anfänglich vielleicht mit einem bisschen schiefgelegenen Ton, aber hinten raus eben glatt gezogen und vielleicht dann denjenigen noch erwischt, mitgenommen, ne? Irgendwie nochmal zum Denken angeregt. Ja. Also 100 Leute haben kommentiert, aber du machst es eigentlich für die 30.000 Nazis, die dir folgen.
Genau. Die schön zu Hause erstmal. Die schweigenden Rechtsextremen. Vom Fernseher sitzen, erstmal die Nationalhymne abspielen, Flagge hissen und endlich Sinanswoche gucken. Für die mache ich das. So, wir haben hier noch einen längeren Kommentar. Was ist mit dem? Der auch irgendwie Contradiction. Ich bin Englisch super gut. Ich glaube, soll ich das vorlesen komplett oder? Lies vielleicht nur Nikhils Ansatz als Ökonom und so weiter, weil okay. Also den Rest kann man natürlich auch diskutieren, aber ja. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Genau, ich habe nicht mehr ewig Zeit. Dir richtig. Ja, ich habe auch nicht mehr so ewig Zeit, was wir schaffen das. Nikhils Ansatz als Ökonom misst alles nur mit ökonomischem Maß. Dabei kommt aber der Benefit fürs dicke Individuum zu kurz. Es wird nicht gefragt, was dem Menschen im Miteinander oft sehr harten Welt Zufriedenheit bringt. Vielleicht Genuss und stundenlang Essen statt stundenlang Shapen? Oder ist es nicht nur Symptom unserer oberflächlichen und auf Leistung ausgerichteten Gesellschaft, alles Unpassende sanktionieren zu wollen? Oder ist dicker Sein nicht einfach nur erlernt? So, muss ich noch weiter vorlesen? Nee, ich glaube, also den letzten Satz mit der Frage, das lassen wir mal weg. Davor würde ich sagen, wie ist das ein Widerspruch zu dem, was wir gesagt haben? Was hat das überhaupt mit der Tatsache zu tun, dass ich auch Ökonom bin? Also ich meine, das ist halt eine von mehreren Sachen, die ich studiert habe, ja, Ökonomie. Also ich messe nicht alles mit ökonomischem Maß. Ich weiß nicht, ob die Person vielleicht irgendwas anderes von mir gelesen hat, wo das irgendwie eventuell falsch eingeordnet wurde. In erster Linie geht es mir darum, dass Leute vernünftig sind und rational, und dafür gibt es ein theoretisches, sage ich mal, Korsett, ja, in das man Dinge reinpressen muss. Ja. Und die Ökonomie bedient sich des gleichen Korsetts. Das ist aber einfach nur die Rationalitätstheorie. Also wenn du zum Beispiel sagst, A ist besser als B und B ist besser als C, dann solltest du auch sagen, A ist besser als C. Ja. Weil das ist eine Mathe. Du hast gerade einfach eine Gleichung aufgestellt, ja. Das nennt man Transitivitätsprinzip, ja. Also Ökonomen bestehen darauf, dass man, also wenn du einen Apfel lieber hast als eine Banane und eine Banane lieber als eine Zitrone, dann musst du den Apfel auch besser finden als die Zitrone, obwohl es am Anfang nicht explizit gesagt wurde, ja. Jetzt wird Erwin wieder sagen, du benutzt einfach nur Fantasiebegriffe aus der Ökonomie. Ich sag's dir nur, ne? Das gibt Ärger. Ich weiß, wir können gerne mal diskutieren, ja. Aber wir können auch irgendwie, weiß nicht. Da gebe ich ihm sogar ein Stück weit recht, ey. Die Ökonomen haben teilweise auch Sachen erfunden, so, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, ich meine, wir brauchen das nicht vertiefen. Ja. Also ich kann das alles verteidigen, aber das ist halt der theoretische Ansatz, der dahinter steht. Ja. Was ich aber nicht gesagt habe, ist, man muss den Apfel besser finden als die Banane und die Banane besser als die Zitrone. Du kannst ja auch ganz andere Präferenzen haben. Ja. Ja. Uns beiden, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere an unser Gespräch, ging es darum zu sagen, Leute sollten nicht basierend auf falschen Erwartungen und falschen Vorstellungen über die Realität ihre Entscheidung treffen. Wenn du sagst, mir ist es wichtig, dass ich halt irgendwie, weiß nicht, in Saus und Braus lebe. Und also ich habe gerade erst mit einem Redakteur des Bayerischen Rundfunks gesprochen, der mir erzählt hat, also der hatte Franz Josef Strauß noch wirklich erster Hand erlebt, ja, auch wie der drauf war, ja, und hat also wirklich gelebt, und deswegen ist der auch nicht so wahnsinnig alt geworden, ja. Man muss ja auch nicht wahnsinnig alt werden, ne? Also zwingt einen ja keiner zu. Also. Eben, ja, aber das ist halt irgendwie, was ich viel Alkoholkonsum und so weiter, das ist sauschädlich. Genau. Aber deswegen war der halt auch so ein Urviech, ne? Das war halt irgendwie sein Lebensentwurf. Und wahrscheinlich, wenn man dem gesagt hätte, du weißt schon, dann wirst du halt, wie alt ist der geworden? Ich weiß nicht, irgendwie knapp über 70 oder irgend sowas. Kann ich mich jetzt auch irren. Aber egal wie es ist, ja, also. Ich würde mal vermuten, dem wäre es egal gewesen, wenn ein Arzt gesagt hätte, das ist ein Risiko für deine Langlebigkeit. Ja? Wenn es mal ein Ziel ist, sollte man sich nicht auf Fat Studies stützen, sondern die evidenzbasierte klassische Medizin zu raten. Ja, das ist ja sowieso, das wird ja sowieso ständig verwechselt. Also wenn man, ich rege mich ja auch darüber auf, dass man Quatsch erzählt und dass sozusagen man jetzt versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse, wie zum Beispiel bei Übergewicht und so weiter, versucht schön zu reden. Aber das wird dann immer gleichgesetzt so mit, wie es auch hier in dem Kommentar eben steht, ja, ihr könnt ja einfach nicht, ihr wollt die alle verändern, oder das ist der Leistungsdruck der Gesellschaft. Und ich so, ey,
wenn ihr mir ehrlich kommunizieren würdet, zu sagen, ey, ich will in Saus und Braus leben und ich will super ungesund sein und ich will eventuell zuckerkrank werden und so, habe ich gar kein Problem mit, dann sage ich, bin ich doch der Letzte, der dich davon abhält. Mach das. Mach das, aber verdreh nicht die Tatsachen. Also, ne, das ist so ein bisschen, das wird ja manchmal auch so dargestellt, als würde ich dann, keine Ahnung, alle Maßregeln wollen. Überhaupt nicht. Ich bin doch jemand, also ich habe schon so viel Scheiße mit meinem eigenen Körper veranstaltet, ja, durch halt exzessiven Sport und durch Unfälle, die ich gemacht habe und so, da kann es mir jetzt auch keiner sagen, das war ja alles toll, Sinan. Nee, ich habe mir Narben und Probleme fürs Leben eingehandelt. So, aber das war mir klar, ja, ich würde nie behaupten und sagen so, ja, ihr wollt hier den Mountainbike-Sport nur schlecht machen, der ist einfach nur toll, nein. Downhill-Mountainbiken ist eine Scheißidee. Ja, das ist saudumm. Das ist super gefährlich und bei den Stürzen kannst du dich so doll verletzen, dass du Probleme fürs Rest des Lebens hast. Das war mir aber klar. Ja. Ich habe mich nicht selber angelogen und gesagt, nein, ich lese mir jetzt irgendwelche Journals durch, wo drin steht, Downhill-Mountainbiken ist einfach nur gut und die Gesellschaft will dir das schlecht machen. Nein, ja, das ist gefährlich. Darum geht's nur. Bleiben wir einfach bei der Wahrheit. Ja. Und wenn du bei der Wahrheit bleibst, dann mach, was immer du möchtest. Ja, da bin ich der Letzte, der dir da reinredet. So. Übrigens, mir fällt gerade ein, wie heißt er? Alex Prinz oder so? Ne? Der dunkle Parabelritter? Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, der hat ja auch ein Video gemacht über Body Positivity. Also ich schaue mir nicht viel sowas an, aber ich fand das, also war exakt das, was wir gesagt haben. Genau. Also er sagte halt irgendwie, es gibt durchaus ein Problem, dass bestimmte, sage ich mal, Erscheinungsbilder, also er hat ja irgendwie ein künstliches Auge, weil er irgendwie ein Auge verloren hatte irgendwie so offensichtlich. Genau. Und er sagte, sowas wird einem einfach nicht gezeigt, als, sage ich mal, normalen Mensch, der irgendwie so nicht ist. Und das ist eigentlich ein Problem, ja. Aber Leuten zu erzählen, wenn man übergewichtig ist, dass das wunderschön ist und total okay und so weiter und man damit keine Probleme bekommt, das ist etwas anderes, weil das kann man ja beeinflussen. Er kann aber jetzt nicht irgendwie, also er hat natürlich ein künstliches Auge, ja. Damit sieht er nicht. Das ist ja nur eine kosmetische Natur, meine ich. Exakt, genau. Aber er kann sich mehr dem angleichen, was sage ich mal, jetzt einem normalen, durchschnittlichen Menschen irgendwie, weiß nicht, als ästhetisch ansprechend irgendwie. Ja, oder vielleicht geht es auch darum, auch einfach mehr dann nicht so Verwirrung zu stiften. Also, ne, weil ich kann mir vorstellen, wenn er das eine Auge nicht drin hat, also nur mit einem Auge ist, hallo Alex, dann, dass er dann vielleicht öfter natürlich komisch angeguckt wird, warum er denn zum Beispiel die ganze Zeit ein Auge zu hat oder so. Ne? Das heißt, das ist so ein bisschen, um dem vielleicht entgegenzukommen. Ist jetzt so meine Interpretation aus der Ferne, ja. Ja, und ich meine, also das Analogon wäre... Ganz kurz, eine Sache muss ich erzählen, das war sehr lustig. Ich habe da meinen neuen Reaction-Kanal, der heißt ja Sini macht Auge, ne? Und dann hat mir der dunkle Parabelritter bei Instagram geschrieben, Entschuldigung, aus persönlicher Betroffenheit kann ich über diesen Titel nicht lachen. Aber war natürlich ironisch. Und ich so, oh nein, es tut mir leid. Es war wirklich nicht so gemeint. Ja. Sini macht Auge. Hast du ihm geantwortet, bleib gesund? Oder? Ja, genau. Bleib gesund, Freund. Für Leute, die es nicht wissen, ne? Bleib gesund sagt man auch nicht mehr. Habe ich letztens ganz neu gelernt. Man soll das nicht wünschen, jemandem Gesundheit wünschen, also beziehungsweise bleib gesund, weil es gibt ja Menschen, die sind chronisch krank und das wäre dann für die retraumatisierend, wenn man sie nochmal darauf hinweist, dass sie ja nicht gesund sind und auch nicht gesund bleiben können. Ja. Da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Der Meister der Mikroaggression. Ja, genau. So, wir müssen die nächste Stufe erreichen. Okay, ziehen wir das mal weiter durch, oder? Ja, wir zünden die nächste Stufe. Das Problem war, dass uns nicht so wirklich widersprochen wurde. Ich habe da auch kaum Belege dafür gefunden. Eine Sache war so annähernd so, ne? Also, worüber redest du jetzt? Stufe 3 oder 4? Stufe, was? 4, glaube ich, oder? Also Contradiction, das waren jetzt, wo wir gerade noch waren. Genau. Wir hatten jetzt zwei Beispiele, die waren nicht so richtig treffsicher, aber das liegt einfach daran, weil du nicht so richtig was gefunden hast, wo man einfach stumpf widersprechen würde. Gehen wir eine Stufe rüber, also nach oben. Counter-Argument. Erklär's mal. Nee, wir könnten noch, also dieser Agitator der sozialen Marktwirtschaft, das könnten wir noch nehmen, weil das ist zumindest teilweise ein Widerspruch zu dem, was wir tatsächlich gesagt haben.
Aber auch das kann man eben auflösen, ne? Also er sagt dann so irgendwie, was ein gutes Gespräch. Dann muss ich das erstmal einblenden, stopp, einblenden, so. Mhm. Also auch jetzt immer noch Contradiction, so. Gutes Gespräch. Einen Kritikpunkt hätte ich aber doch. Diese Brücke, die vom Marxismus zum Intersektionalismus geschlagen wird, kann man so nicht schlagen. Die philosophische Grundlage des Marxismus ist der Materialismus, welcher sich auf eine objektive Realität bezieht und alle idealistischen Annahmen ablehnt. Der Intersektionalismus ist eine Form des subjektiven Idealismus und wurde deswegen auch von den meisten Marxisten bekämpft. So, also ich glaube, das wird jetzt alles schon sehr, sehr hoch. Vielleicht kommen jetzt manche auch nicht mehr mit, weil vielleicht haben sie das erste Video nicht gesehen. Wir müssen deswegen versuchen, das alles mal ein bisschen zu straffen und zu konkretisieren. Also im Grunde widerspricht er deinen Ausführungen, ja? Und sagt, dass das so nicht stimmt, wie du es erklärt hast. Ja. Also ich habe gesagt, also es gibt eine Brücke vom Marxismus hin zum angewandten Postmodernismus, ja. Mhm. Und er sagt jetzt eben diese, beziehungsweise eigentlich, also ich habe von angewandtem Postmodernismus gesprochen und du von Intersektionalismus. Also das ist auch nochmal ein leichter Unterschied, ne? Da muss und man ja auch differenzieren. Auch sei, genau. Und man sollte eigentlich eine ganze Seminarreihe zu diesem Thema machen, nicht nur einfach ein lockeres Gespräch. Das ist aber ein Problem an sich, ne? Also das würde bedeuten, wenn wir das nicht irgendwie, 100% aufarbeiten können in aller Detailtiefe oder sowas, können wir es gar nicht machen. Das ist, finde ich, auch eine schlechte Kritik, ja. Wir haben aber gesagt, was wir gesagt haben, das war vielleicht ein bisschen, nicht widersprüchlich, sondern ein bisschen missverständlich, weil ich wollte natürlich nicht sagen, in jeder Hinsicht ist das ein Produkt, das man aus dem Marxismus bekommt, ne? Also Intersektionalismus. Ne? Also die These, dass es halt eben auch andere Formen von Unterdrückung gibt und die teilweise sich überschneiden. Also das heißt, Schwarze sind unterdrückt, Frauen sind unterdrückt, aber schwarze Frauen insbesondere, was man nicht nur bekommt aus der Hautfarbe und aus dem Geschlecht. Ne? Also das ist aber im Prinzip eigentlich die vernünftige These des Intersektionalismus. Ja? Wenn ich mich richtig erinnere, hast du das aber auch nicht gesagt, dass das aus dem Marxismus entsteht, sondern dass das ein Stück weit so eine Weiterentwicklung war für bestimmte, also für Marxismus, ihren Marxismus vielleicht wieder so ein Update zu verpassen, so, indem man ihn ein bisschen mit Postmodernismus verbindet. So habe ich das im Endeffekt verstanden. Ist es so, der angewandte Postmodernismus ist im Prinzip eigentlich ein Argumentationskasten, wo bestimmte Dinge drin sind, ja, die sie sich einfach zusammengesucht haben, weil das eben Aktivismus, fördert, vereinfacht. Ja, es ist auf jeden Fall halt etwas, was man halt gut, auch in Slogans kleiden kann. Ja? Halt irgendwie, die armen Ausgebeuteten und wir sind unterdrückt und so weiter. Ne? Also das ist halt das, was die Marxisten auch gesagt haben, aber nur bezogen auf eine Gruppe. Ja? Ja. Und was ich aber nicht sagen wollte, ist, dass das Erkenntnis, also hier geht es um das erkenntnistheoretische Modell. Ja? Also dass die, die These der Realisten oder Objektivisten, die eben sagen, nicht nur ausgehend von dem Erkenntnissubjekt Erkenntnisse über die Welt sammeln, sondern eben objektive Erkenntnisse bekommen. Ne? Ja. Und das ist im Übrigen, was ich auch glaube. Ja? Und er sagte halt eben, die Marxisten ticken eher so. Ja? Also die sind Materialisten und denen geht es darum, es gibt da Dinge draußen. Ja? Und die Intersektionalisten sagen aber jetzt, es sind meine persönlichen Standpunkte. Und das habe ich aber mit keinem Punkt andiskutiert. Ja, also wir könnten auch darüber reden, dann machen wir halt irgendwie ein Seminar zur Erkenntnistheorie, aber das war nicht Thema. Ja, gleich sind alle eingeschlafen, Entschuldigung. ein bisschen reingrätschen. Sorry. Nee, ich verstehe das schon, nur es ist halt, auch wieder so, das hast du nicht so direkt gesagt. Wir mussten da irgendwie aber auch irgendwie eine Herleitung finden. Was machen wir denn jetzt damit? Also er widerspricht uns. Ein Stück weit ist es aber ein valider Punkt. Würden wir das so weit gehen, dass wir sagen... Also ja, wenn ich gesagt hätte irgendwie, dass es, die übernehmen den kompletten Marxismus plus noch ein bisschen was anderes, dann wäre es ein valider Punkt, aber das... Okay, aber vielleicht klang es ja so ein bisschen so, ja, dass man das, vielleicht hätte man das ja daraus, du hast ja selber gesagt, manchmal bedarf es mehrerer Feedback-Schleifen, um eben sich empor zu irren, um dann auf den richtigen... Bedecke mein Haupt mit Asche.
Ja, also vielleicht waren wir da ein bisschen unpräzise oder zu schnell in der Argumentation. Also da finde ich auch, wenn ich den Kommentar so sehe, da würde ich ihm auch ein Stück weit zustimmen und sagen, ja, also aus Marxismus direkt irgendwie zu so einer Postmodernismus zu kommen, das oder beziehungsweise Intersektionalismus, das alles irgendwie, da gebe ich ihm recht. So, da ist noch ein langer Kommentar, der auch noch. Was ist da? Den brauchen wir aber nicht ganz vorlesen. Also da wird einfach nur gesagt von einem Joachim Schneider, die Soziologie mit Schwurbel auf eine Stufe zu stellen, halte ich schon für sehr sportlich. Wo ich mich frage, hast du das gehört in unserem Gespräch? Die gesamte Soziologie. Nee. Also genau, also das, ich weiß, wieso der Kommentar kommt. Das liegt auch wieder so an meiner Polterei. Ja, da bin ich heb mal meine Hand und sage, ich bin schuldig. Weil ich häufig den Spaß mir ein bisschen draus mache, die Soziologie zu belächeln und die Naturwissenschaften auf einen Thron zu auf so einen Thron zu setzen. Ja, das ist so ein bisschen immer mein Seitenhieb die ganze Zeit. Als Ingenieur mache ich das halt gerne. Muss nicht sein. Ich glaube, daher kommt das. Ich glaube aber im Gespräch, so haben wir das nicht gesagt. Also mir war hoffentlich immer, also ich habe gehofft, allen war klar, wir meinen immer solche komischen Auswüchse der Soziologie, also wieder auch der extreme Rand. Also ich würde nie hingehen und sagen irgendwie, ja, die gesamte Psychologie, die gesamte Philosophie ist alles Schwurbel. Also so ein Quatsch würde ich nie behaupten. Ja. Okay, dann haben wir das damit. Dann kommen wir jetzt aber zu Stufe Nummer 4, 1, 2, 3, 4, nee, 5, Counterargument. Es ist wirklich absurd, wie hier versucht wird, anhand eines Betrugsfalls, der einseitig... Eines, würde ich sagen. Anhand eines Betrugsfalls. Anhand eines Betrugsfalls, der einseitig und mit dem Weglassen von wichtigen Informationen wiedergegeben wird, ganze Wissenschaftsfelder zu delegitimieren. Erinnert mich an Querdenker. Okay. Also gleich noch den Ad-Hominem hinterher. Mhm. Und dann, also ja... Ich glaube nicht, dass es, also das Problem ist wiederum halt hier auf Stufe 4 zu suchen. Uns wird ja eigentlich nicht wirklich widersprochen, weil wir sagen ja nicht, ganze Wissenschaftsfelder also sind zu delegitimieren, sondern ja, gut, okay, wir sagen, man könnte jetzt sagen, die mit dieser Methode forschen. Ja, was heißt denn Wissenschaftsfelder? Man könnte sagen, wir haben schon relativ breit gesagt, alles, was mit irgendwie X-Studies heißt, hat die Gefahr, da irgendwie so abzurutschen in diesen Postmodernismus. Jetzt könnte man sagen, meint er vielleicht diese gesamten Wissenschaftsfelder? Okay, ja, gut. Ja, da würde ich sagen, dann ist es zumindest. Also, ich hab keine empirischen Daten, wie weit das geht, weil, also dieses Phänomen. Also, da müsste man mal wahrscheinlich wirklich quer durch irgendwie alle Bereiche gucken, wie viele Aufsätze in den Top-Journals haben wirklich diese Art von Forschungsansatz und wie repräsentativ ist das wirklich für diesen Bereich. Dann würde ich sagen, guter Punkt. Wir sollten das zumindest klar machen, dass wir dann nicht empirisch basierte, wirklich, also wissenschaftlich skeptisch vorgehende Wissenschaft meinen, sondern eben nur die halt bestimmte unhinterfragbare Prämissen haben, ne? So dass es eigentlich eher einer Religion gleichkommt als einer wissenschaftlichen Untersuchung. Das ist das, was wir gemeint haben. Und das ist auch in Proto kritisiert, aber nicht das alle, also nicht das andere, ja. Also solange halt irgendwie, weiß nicht, eine These aufgestellt wird, die kritisch geprüft wird und das offen diskutiert wird, ist ja alles fein, ja. Also das wollten wir auf keinen Fall sagen, dass man das nicht studieren kann. Ja, und hier wird aber jetzt halt gesagt, es handle sich nur um einen Betrugsfall, der auch noch einseitig und mit dem Weglassen von wichtigen Informationen wiedergegeben wird, dargestellt wird. Also ich sehe nicht, wie die Darstellung einseitig war. Also das heißt ja, es gibt die eine Seite, die wir erklärt haben. Was wäre denn die andere Seite? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Was spricht dagegen? Also das fehlt. Gleichwohl, wir sind natürlich offen dafür, die andere Seite, wenn es eine gäbe, dann zu hören. Also die muss man einfach nur nachtragen. Und genau, das Gleiche ist eben auch mit Weglassen von wichtigen Informationen. Also welche Informationen muss man nachtragen? Dann müsste man es auch nochmal sagen, man müsste erstens erklären, okay, wieso einseitig, was ist einseitig gewesen? Und zweitens, welche Informationen haben wir weggelassen? Und dann stellt, also bei mir schwingt immer so ein bisschen mit,
man ist wohl ein bisschen getroffen davon, dass das passieren konnte. Und ich finde das ja auch schlimm, ja. Und aber anstatt dann eben in die Reflexionsphase zu gehen oder das mal zu hinterfragen, fängt man natürlich erstmal an, gegenzuschießen. Das ist auch irgendwo menschlich auch nachvollziehbar. So, ich muss weiter aufs Gas treten. Wir haben hier einen nächsten Kommentar. Das, was ihr hier macht, wird übrigens in der ganz klassisch philosophischen Rhetorik als Strohmann-Argument bezeichnet. Einen Gegner dadurch widerlegen, dass ich ihm einen Gedanken unterstelle, ohne sich wirklich auf ihn zu beziehen, ist im akademischen Kontext nicht wirklich redlich. Nikhil redet sich da super raus, wenn er sagt, in Wirklichkeit argumentieren die nicht so plakativ. Gerade in dieser Verkürzung geht aber halt der ganze Gehalt verloren. Nennt das Kind wenigstens mal beim Namen, dann kann man im Einzelnen weiterreden. Also dann müsste ich jetzt mal sagen, wieso argumentieren wir gegen einen Strohmann, wenn wir ein ganz, ganz konkretes Beispiel hatten? Also wir haben ja nur das genommen. Wir haben gesagt, da gab es so Peer-Review-Study, also Studies wurden eingereicht, in Peer-Review-Verfahren durchgewunken, haben massive, eklatante, wie soll man das sagen, Widersprüchlichkeiten gezeigt oder dass das Verfahren nicht ganz wasserdicht ist. Mhm. Das haben wir gezeigt, das haben wir besprochen. Dagegen argumentieren wir. Also Strohmann hieße ja, ich würde jemand gegen was argumentieren, was es gar nicht gibt. Aber diesen Fall gibt es ja. Also zum Strohmann, also wenn man sagt irgendwie, weiß nicht, du bringst ein Strohmann-Argument vor, dann muss man erklären, du sagst irgendwie, ich kritisiere hier die Position X, aber eigentlich hat die Person, die, also von der du sagst, die vertrete dieses Argument X, ja, Y gemeint, ja, oder tatsächlich vertreten. Also das ist immer die Komponenten, also das sind die beiden Komponenten, die man im Strohmann-Argument, wenn man das diesen Vorwurf vorbringt, immer mit erklären muss. Ja? Mhm. Also du hast das eine gesagt, ja, aber eigentlich ist das andere gemeint gewesen. Und hier wird nicht mal auseinandergehalten, was haben wir denn kritisiert und was wäre eigentlich Ziel gewesen, das wir hätten kritisieren sollen. Ja, es ist mir alles ein bisschen auch so vage. Sehr lustig, also auch da, man muss dann schon, also erstmal, ja, es wird gegen uns argumentiert, aber dann fehlt letztlich so ein bisschen der Inhalt. Also ich finde auch, das hast du schon mal gesagt, einfach nur diese Begriffe zu erwidern, ja. So, das ist Whataboutism, das ist ein Strohmann, das ist Atominem. Das reicht eigentlich nicht. Ja. Das reicht nicht. Man muss schon noch dazu bringen, das Argument zack, 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 auch bekannt als Strohmann-Argument oder irgendwas, aber du musst es schon bringen. Das kannst du weglassen eigentlich. Ja, du kannst es auch weglassen. Den Namen, also sobald du den Fehler erklärt hast, ist der Name dieses Fehlers völlig unerheblich. Genau, ja. Dann genau, also einfach zu sagen, so, das ist so und so, nee, dann mach ein Beispiel, mach's konkret. Und wir hatten ja konkrete Beispiele. Jetzt muss ich gucken, wir haben Refutation auf Platz 2. Erklär mal. Genau, also hier gibt es eine Aussage, die du getätigt hast, der wird widersprochen und es wird ein Beleg geliefert, der tatsächlich sticht, sodass dein Punkt, den du genannt hast, vom Tisch ist. Also du musst einräumen, hier habe ich mich geirrt, mea culpa. Ja. Ja, okay. Und das kam einmal vor. Allerdings, warum ist es nur Stufe 6 und nicht Stufe 7? Dazu kommen wir auch gleich. Okay, also erstmal machen wir mal Stufe 6. Ja. Florian schreibt, Nancy Fraser, die bei Intersektionalität unter Kritik erwähnt wird, ist eine der bekanntesten US-amerikanischen Feministinnen. Sie hat nichts mit unserer Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu tun. Und ich habe auch direkt, da sieht man meinen Kommentar drunter, mein Fehler, ich habe den Namen zusammengeworfen. Nancy Fraser, es tut mir furchtbar leid, wie konnte ich nur diese zwei Namen, die ja völlig unterschiedlich sind, habe ich einfach, als ich das recherchiert habe, diese Artikel gelesen habe, ich habe nur Nancy Fraser gelesen, mein Kopf hat Nancy Faeser draus gemacht und dann habe ich es ihr zugesprochen, dass sie da irgendwie was mit dazu zu tun hatte, also das ist ein absolut valider Kritikpunkt. Da habe ich einfach nur Quatsch erzählt. Ja. Mhm.
Ich meine, dass ich auch kritisch auf meinen Bildschirm geschaut habe. Das kann gut sein. Zu gucken, ob da irgendwas dran ist. Ne? Das hätte mich auch gewundert. Aber auch, also ich sag mal so, das ist jetzt kein wahnsinnig dummer Fehler, weil der Name wirklich so ähnlich ist. Ja. Und ja. Das ist, also ja, genau, würde ich mal sagen, fair enough. Kann und, passieren. Und dass du halt irgendwie jetzt, also mit Nancy Fraser und ihrem Werk nicht so vertraut bist, wie das vielleicht halt irgendwie der durchschnittliche Studierende in einem philosophischen Oberseminar ist. Das ist irgendwie auch geschenkt. Ja. Und wichtig finde ich halt, also eine gute Gesprächsatmosphäre kommt da zustande, wo man dumme Dinge sagen kann und ohne sein Gesicht zu verlieren sagen kann, gut, dass du mich darauf hinweist, nicht, ja, dass ich das nochmal sage. Ja, ja, genau. Also, das finde ich toll eigentlich. Ja. Solche Kommentare, das sind natürlich die besten. Einfach klar sagen, hier, da habt ihr einen ganz klaren Fehler. So, ne? So, jetzt gehen wir mal nochmal auf Punkt 1. Also das höchste Gut der Kritik wäre dann, den zentralen Punkt, den wir machen wollten, zu widerlegen oder dagegen zu argumentieren, richtig? Genau, das war jetzt der Unterschied zu Stufe 6, Refutation. Also Nancy Fraser ist, also da hängt jetzt nichts dran. Ja? Also, ja. Das zerstört nicht unser komplettes Video. Das ist jetzt nicht, oh Gott, ja, ich habe die Namen vertauscht, jetzt stimmt ja gar nichts mehr. So ist es nicht. So. Genau, ja. Und also ich habe zumindest, ich habe mir alle Kommentare mal angeschaut und ich konnte jetzt zu, sage ich mal, zentralen Punkten, die wir vertreten haben, nicht wirklich ein, also wasserdichtes Argument dagegen finden. Also wir sind jetzt die ganze Liste durchgegangen. Also das, was eigentlich halt irgendwie die Leute machen, ist irgendwie, weiß nicht, Punkte nicht so ganz verstehen, wie wir das gemeint haben. Vielleicht auch, weil wir es nicht klar genug gesagt haben. Fair enough, ja. Aber das widerlegt eben nicht das zentrale Anliegen, das wir hatten, nämlich zu zeigen, dass es problematische Entwicklungen gibt, also die nicht empirisch irgendwie, was nicht, sich widerlegen lassen, was das zu einer problematischen Pseudowissenschaft macht, aus meiner Sicht. Und das ist ja das, was ich eigentlich versuche, auch aufzudecken durch mein skeptisches Engagement. Das ist keine gute Idee, die Gesellschaft halt irgendwie so fehl zu informieren mit dieser Art von, sage ich mal, pseudoakademischer Forschung. Das war eigentlich das zentrale Anliegen und das ist, glaube ich, ganz gut illustriert durch diese Grievance Studies Papiere. Nicht nur einmal, sondern in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Journalen und so weiter, die im Übrigen, und das war auch also ein Kritikpunkt, das käme ja überall vor, aber das sind wirklich die Flaggschiff-Journale in diesem Bereich, also Fat Studies und dieses Culture Place, Gender, Place and Culture, ja, also dieses feministische Geografie-Journal und so weiter, ne? Die haben das sogar ausgewählt und also exemplarisch für diese Art von Forschung und wollten also da so quasi so einen Preis verleihen, ne? Dass das irgendwie, weiß nicht, speziell ausgezeichnet wird. Ja, und das ist schon problematisch, also wir reden hier eben. Ja. Und das ist im Prinzip, also im Endeffekt haben wir eigentlich nur was genommen, was also hinreichend dokumentiert ist und das vorgezeigt und gesagt, dieses passiert dort. Wir haben nicht über alles gesprochen. Wir haben auch nicht gesagt, man sollte keine Soziologie machen oder das alles irgendwie zu verteufeln. Was du gesagt hast in deinen anderen Videos, weiß ich nicht. Ja? Aber das war zumindest nicht Gegenstand dieses Gesprächs. Das hat keiner von uns dort behauptet. Und deswegen sehe ich auch diesen zentralen Punkt immer noch als unwiderlegt. Und es hätte mich aber auch sehr gewundert, wenn da irgendetwas gefunden worden wäre, weil das hätte ja bedeutet auch, dass ich die also ganzen Seminare, die ich zu diesem Thema gemacht habe, irgendwie hätte in die Tonne treten können. Es hätte dein gesamtes Weltbild zerstört. Bist du vielleicht nicht bereit, dass du solche Kommentare sehen willst? Vielleicht sorgt ja dein Inneres dafür, dass du diese Kommentare gar nicht sehen kannst, weil sie dein Weltbild zerstören würden. Ja? Nee, ich hab da so ein Browser-Add-on, das mir das automatisch löscht. Die zwei obersten Punkte der Pyramide werden mir nicht angezeigt. Okay, so, ich muss an dieser Stelle das Gespräch jetzt relativ ruckartig beenden. Ich hoffe, es war halbwegs interessant. Wir haben sehr viel gequatscht. Manches ist halt auch, es ist immer schwierig. Manchmal muss man noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
Ihr könnt gerne mal drunter schreiben, wie ihr das fandet, ob wir das auch in Zukunft nochmal machen sollen, ob wir auf Kommentare reagieren sollen, ob wir das, ja, und so weiter. Willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Nee, vielen Dank für eure Gunst, die ihr uns schenkt, ja. Und wir hoffen auf weiterhin gute Gespräche. Alles klar, vielen Dank. Tschüss!